Ja, zuerst mal zum Aktuellen. Der Koalitionsfriede hat ja gerade mal 24 Stunden gehalten. Seither gibt es wieder Krach. An diesem Krach in hohem Maße beteiligt ist der amtierende Innenminister Thomas de Maizière, der hier ohne Not weiter Öl ins Feuer geschüttet hat und eine große Koalitionskrise mit ausgelöst hat, die insofern hochproblematisch ist, weil die Regierung den Eindruck erweckt, sie wird mit der Flüchtlingsfrage nicht fertig. Das tut natürlich die rechten Kräfte, insbesondere die AfD, begünstigen. Das bedient auch die Stammtische, weil die den nähren können. Diese Regierung ist völlig überfordert und deswegen brauchen wir Obergrenzen oder andere Dinge. Völlig falsche Botschaften. Herr de Maizière ist emotional, politisch und fachlich völlig überfordert. Und er beteiligt sich jetzt noch an einem Machtkampf gegen die eigene Kanzlerin. Ich finde, er ist als Innenminister nicht länger tragfähig und sollte seinen Rücktritt einreichen. Er macht ganz offensichtlich das Geschäft der CSU. Wobei dieses Spiel durchschaubar ist, man will damit gleichzeitig noch den Koalitionspartner, die SPD, unter Druck setzen, um Stück für Stück die Flüchtlingspolitik zu ändern, immer mehr Flüchtlinge in die Gruppe der weniger Schutzbedürftigen einzuordnen und schneller abzuschieben, anstatt sich den tatsächlichen Lösungen der Flüchtlingsfrage zuzuwenden, die natürlich auch durch den Kompromiss, der zwischen den Koalitionspartnern gefunden ist, nicht wirklich greifen wird. Zu dieser Lösung würde insbesondere gehören, dass man die Länder und Kommunen finanziell besser ausstattet. Zu dieser Lösung würde insbesondere gehören, dass man den öffentlichen Sektor besser personell ausstattet, dass man die Verfahren somit rechtsstaatlich sauberer durchführen könnte. Man hat ja den öffentlichen Dienst so weit heruntergespart, dass sich jetzt das Versagen ganz offensichtlich darin ausdrückt. Man müsste eine Offensive ins Öffentliche machen, also deutlich mehr in Bildung, Gesundheit und Pflege investieren, was nicht nur den Flüchtlingen helfen würde, sondern auch der Bevölkerung hierzulande. Man braucht ein großes Investitionsprogramm in den sozialen Wohnungsbau. Es fehlen allein den Kommunen 380.000 Unterbringungsplätze und auch nennenswerte Teile der Bevölkerung suchen nach bezahlbarem Wohnraum. Umso länger da man noch zuwartet, umso länger wird man das Problem vor sich herschieben. Das wären die Lösungen, die wirklich anstehen würden und die die Regierung tatkräftig angehen müsste. Und nicht quasi solch ein Theater, solch ein Schmierentheater, das die derzeitige Regierung abgibt. Wir haben neben diesen nationalen Lösungen auch noch Vorschläge gemacht zur europäischen Lösung der Flüchtlingsfrage. Und das wird Ihnen jetzt Frau Kipping vortragen. Ja, in der Tat. In der Tat, es gibt einen enormen Handlungsdruck, allein wenn wir uns die Situation auf den Fluchtrouten vergegenwärtigen. In den letzten Tagen sind wieder mehrere tote Flüchtlingskinder aus dem Mittelmeer gefischt worden. Wenn jetzt die Nachricht heißt, es gibt keine Möglichkeit zum Familiennachzug, wird das am Ende nur dazu führen, angesichts des hohen Leidensdrucks, vor allen Dingen in Syrien, dass sich noch mehr Kinder, Frauen, Schwangere auf die lebensgefährlichen Fluchtrouten begehen. Und man muss sich schon fragen, wie viel Kinderleichen müssen dann noch aus dem Mittelmeer gefischt werden, damit es endlich ein Umdenken gibt, weg von der Abschreckungspolitik. Die jetzige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mitgliedstaaten in der EU, die besonders auf Abschreckung setzen, wie beispielsweise Ungarn, sich einen finanziell schlanken Fuß machen und auch eine Situation gibt, wo die Länder, wo sich rumspricht, dass dort Menschenrechte besonders mit Füßen getreten werden, natürlich auch die Flüchtlinge versuchen, möglichst von dort wegzukommen. Wir meinen, das muss sich ändern. Unser Vorschlag geht von zwei Prämissen aus. Die erste Prämisse ist ganz klar, es gibt ein Recht
der Flüchtenden, sich das Land, wo sie ankommen wollen, wo sie einen Asylantrag stellen wollen, selber auszusuchen. Unser Motto lautet Bewegungsfreiheit statt Dublin-Verordnung. Wir meinen, das ist zum einen hilfreich beim Ankommen, bei der Suche nach einer Unterkunft, aber auch bei der Suche nach einer Arbeitsgelegenheit, wenn man womöglich vor Ort schon Leute kennt und dort andocken kann. Zum Zweiten muss man sagen, angesichts der Menschenrechtsverletzungen in einigen EU-Mitgliedstaaten kann man Flüchtende nicht zwingen, jedem Land einen Antrag zu stellen. Also ich finde, man kann Flüchtende gegenwärtig nicht zwingen, ihren Asylantrag in einem Land wie Ungarn zu stellen. Die zweite Prämisse besagt ganz klar, die ordentliche Aufnahme von Flüchtenden ist eine gesamteuropäische Aufgabe. Und Europa kann das auch schultern. Alle, die Schutz suchen, ordentlich aufzunehmen, ihnen hier ein Ankommen zu ermöglichen, wenn es gemeinsam getragen wird. Das ist eine EU-weite Verantwortung. Wie soll das nun aussehen? Zum einen schlagen wir vor, dass es einen Verteilungsschlüssel gibt, der in Rechnung stellt, dass die Länder eine unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, unterschiedliche Bevölkerungszahlen haben und dass man davon ableitet, wie hoch der prozentuale Anteil der einzelnen Länder sein sollte. Es wird klar sein, dass wirtschaftlich starke Länder deutlich mehr zu Flüchtenden aufzunehmen haben. Zweitens wird es natürlich Länder geben, die weniger Flüchtlinge aufnehmen, als sie nach diesem fiktiven Verteilungsschlüssel schultern müssten. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, entweder weil diese Länder so eine sich weigern, Flüchtende aufzunehmen, oder aber weil weniger Flüchtende in diese Länder wollen. Und da schlagen wir dann einen Ausgleichsfonds vor. Die einzige bisher verlässliche Größe, die wir gehört haben, kommt vom Gemeindefinanzbericht des Deutschen Städtetages und ging davon aus, dass Kosten pro Flüchtling bei einer ordentlichen Unterbringung bei 1.000 Euro im Monat liegen. Und diese Summe sollte dann eingezahlt werden in einen europäischen Fonds, der dann Ländern zugutekommt, die deutlich mehr schultern gerade an Aufgaben. Also wer das Modell der Ausbildungsplatzumlage kennt, wird hören, dass es da einige Anleihen an dieses Modell gibt. Nun ist eine Frage, die immer wieder im Raum steht, ist das denn durchsetzbar? Da müssen wir sagen, als es darum ging, Austerität in Südeuropa durchzusetzen, hat die schwarz-rote Bundesregierung gezeigt, dass sie zu allem bereit ist, bis hin zur Erpressung und zum Drohen mit dem Grexit, um unmenschliche Politik durchzusetzen. Jetzt, wenn es darum geht, nur ein Mindestmaß an Menschlichkeit im Umgang mit Flüchtenden umzusetzen, ist die Durchsetzungsfähigkeit der Bundesregierung offensichtlich deutlich geringer. Und wir meinen, man muss sich nicht durchsetzen, wenn es darum geht, unmenschliche Politik durchzusetzen, aber wenn es darauf ankommt, ein Mindestmaß an Menschlichkeit, ein Mindestmaß an Menschenrechten umzusetzen, dann ist es eine Pflicht, auch in Europa entsprechend energisch dafür zu werben. Wie gesagt, diese Umlage ist nur ein Aspekt zu den vielen anderen Aspekten, wie die Bernd Rixinger bereits genannt hat. Für uns ist das ganz stark verbunden mit der Idee einer Umverteilung von oben nach unten. Und um es nochmal zusammenzufassen, wir als Linke meinen erstens Bewegungsfreiheit statt Dublin. Zweitens, die Aufnahme von Flüchtenden ist eine Gemeinschaftsaufgabe innerhalb der EU, an der sich alle Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit solidarisch beteiligen sollten. Und die Menschen, die nach Europa kommen, sollten wir nicht nur als eine Belastung empfinden, denn zum einen ist es auch die moralische Verantwortung der Europäischen Union, Schutzsuchenden hier Asyl zu gewähren, Menschen hier die Möglichkeit auf eine neue Heimat zu eröffnen, auch deshalb, weil die Europäische Union vielerorts mitverantwortlich ist dafür, dass Menschen in die Flucht getrieben werden, und zum Zweiten sollten wir Menschen, die hier ankommen, nicht nur als Belastung empfinden, sondern auch als eine mögliche Bereicherung für unsere Gesellschaft. Dankeschön. Wer am 9. November demonstriert, tut das in dem Wissen um die historische Bedeutung dieses Tages und bezieht Stellung entweder positiv oder negativ zu diesem historischen Ballast dieses Datums. Und dass AfD und Pegida sich entschieden haben, an diesem Tag zu demonstrieren, zeigt, in was für eine erschreckende Tradition sie sich stellen, die Tradition der Reichspogromnacht. Und lange Zeit haben ja AfD und Pegida eher den Eindruck erweckt, es ging ihnen nur darum, nur einige
Nichtdeutsche auszugrenzen, nur einen bestimmten Teil der Flüchtlinge als schlechte Flüchtlinge zu bezeichnen. Aber ihre Entscheidung heute zu einer Demonstration aufzurufen, haben AfD und Pegida endgültig die Maske fallen gelassen und haben deutlich gemacht, in was für eine erschreckende historische Tradition sie sich einordnen. In dieser Woche findet auch die Festivitäten zu 60 Jahre Bundeswehr statt. Wir werden uns dazu umfassender noch in der Mitte der Woche äußern, möchten aber doch mit Bezug auf einige Wortmeldungen noch etwas sagen. Wer jetzt, wie zum Beispiel der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Franz Josef Jung, verkündet, dass jetzt die Aufgabe in der Außenpolitik darin besteht, zu verhindern, dass aus Krisenherden weitere Fluchtländer werden oder noch mehr Menschen in die Flucht getrieben werden und im Zuge dessen auf eine Militarisierung der Außenpolitik setzt, der irrt gewaltig. Weil es war genau die auf Militarisierung ausgerichtete Außenpolitik der Vergangenheit, die auch dazu geführt hat, dass immer wieder neue Probleme geschaffen wurden, die Menschen in die Flucht treiben. Deswegen meinen wir, also wenn man irgendwie eine Lehre aus den letzten Jahren ziehen will, dann lautet die wie folgt: Eine Militarisierung der Außenpolitik ist alles andere als hilfreich, ganz im Gegenteil, sie zwingt noch mehr Menschen auf die Flucht. Ja, ich will noch kurz was sagen zum VW-Skandal, das sich ja jetzt die letzten Tage noch einmal ausgeweitet hat. Die Ursache ist in der Tat ein oberehrgeiziges Management, das insbesondere dem Shareholder Value verpflichtet war, den Druck, hohe Renditen zu erzielen, hohe Auflagen umzusetzen, an die Belegschaft weitergegeben hat, und die Belegschaft oder Teile der Belegschaft haben keine andere Möglichkeit gesehen, als quasi die Gesetze zu umgehen, um diese Vorgaben zu erfüllen. Das ist ja jetzt rausgekommen, und deshalb müssen wir insgesamt dieses Modell der übertriebenen Shareholder-Value-Mentalität in Frage stellen. Und wenn VW wirklich Lehren aus diesem Skandal ziehen will, dann darf sie eines nicht machen, nämlich jetzt die Folgen und die Kosten auf die Belegschaft abzuwälzen, weil die Belegschaft kann für diesen Konflikt nichts. Das ist der völlig falsche Weg, jetzt Arbeitsplätze abzubauen, Sparmaßnahmen einseitig durchzusetzen, auch noch gegen die Interessen oder gegen die Vorschläge des Betriebsrates. Wir fordern das Management hier auf, umzukehren und die Belegschaft einzubeziehen in eine Reform des gesamten Konzernes. Es kann nur mit mehr Mitbestimmung mit der Belegschaft zusammen erfolgen, nicht gegen Betriebsrat und Belegschaft. Natürlich ist auch die Politik gefordert. Herr Dobrindt ist vor diesem Konflikt völlig überfordert. Das sieht man hinten und vorne. Die Politik hat zugeguckt, wie praktisch Deutschlands größter Industriekonzern Gesetze mit Füßen treten kann, Umweltschutzauflagen missachten kann und ist selber mit im Aufsichtsrat gesessen und hat offensichtlich diese Politik der übertriebenen Profitmaximierung und der Gigantonomie mit unterstützt. Ein zweites Thema, das Europa betrifft. Diese Woche wird in Portugal die Entscheidung getroffen, ob die rechte und neoliberale Regierung weiter regieren kann oder ob die eigentliche Mehrheit, nämlich die linke Mehrheit, sich durchsetzen kann. Wir finden, dass angesichts der ganzen Rechtsentwicklung in Europa Portugal eine löbliche Ausnahme darstellt und dort es ja gelungen ist, dass die linken Parteien eine parlamentarische Mehrheit haben. Es ist übrigens bezeichnend für die Demokratie, dass der Staatspräsident trotzdem der Minderheit den Regierungsauftrag gegeben hat und nicht der Mehrheit, der linken Mehrheit, mit der Begründung, es müsste ja praktisch die europäischen Verträge erfüllt werden und es müsste die europäische Austeritätspolitik durchgesetzt werden. Das ist im Übrigen auch ein weiterer Schlag ins Gesicht der Demokratie. Und deswegen begrüßen wir es sehr, dass sich die drei Parteien oder vier Parteien, die Grünen sind ja auch dabei, zusammengefunden haben und hoffentlich diese Woche eine neue Regierungsmehrheit, eine linke Regierungsmehrheit herstellen werden,
und der neoliberalen Austeritätspolitik, also Verkürzungs- und Verarmungspolitik, eine Absage erteilen werden.